Hallo, hier ist Christoph für GigaTech und wir haben hier eine relativ exklusive Sneak Preview hier vom neuen Acer Predator 6. Das ist ein neues Gaming-Smartphone, das zur Lineup oder zur Gaming-Lineup von Acer gehört, der Predator-Serie. Da gibt es ja auch schon neue Notebooks, ein neues Android-Tablet, das ebenfalls in einem ähnlichen Design kommt wie hier dieses Acer Predator 6. Und wir schauen uns jetzt mal hier ganz kurz an, was hier das Gerät so ermöglichen wird. Das ist natürlich hier jetzt nur ein Dummy, da das Gerät erst im ersten Quartal 2016 auf den Markt kommt. Auf der Vorderseite seht ihr schon ganz speziell hier die vier Lautsprecher, die hier integriert wurden. Das heißt, man sollte hier vor allem beim Spielen natürlich einen guten Sound bekommen, einen Surround-Sound. Man wird hier auch ähnlich wie beim Android-Tablet so eine Art Force-Feedback haben. Das heißt, es ist jetzt nicht nur wie ein normaler Vibrationsalarm, sondern der ist schon stärker und generell beim Tablet jetzt an verschiedenen Ausrichtungen verteilt. Das wird hier vielleicht ähnlich sein. Dazu kann man aber jetzt noch nicht ganz genau sagen. Natürlich haben wir auf der Rückseite dann eine Kamera, damit man auch Fotos schießen kann mit LED-Blitz. An der Unterseite einen USB-Anschluss. Was das jetzt dann schlussendlich sein wird, weiß man noch nicht. Auf der linken Seite bzw. rechten Seite befinden sich dann die Buttons und der SIM-Slot, während dem man auf der Oberseite hier zwischen den zwei Lautsprechern noch einen Audio-Anschluss hat. Auf der Vorderseite haben wir ansonsten nur ein 6 Zoll Display mit einem IPS-Panel. Man weiß jetzt nicht genau, was das für eine Auflösung haben wird. Das Einzige, was wir jetzt hier noch sagen können, ist, dass es hier einen 10-Kern-Prozessor integriert haben wird. Was das genau ist, wissen wir leider nicht. Das heißt, wir müssen einfach warten, bis das Gerät dann offiziell vorgestellt wurde. Meine Meinung? Ich denke, gerade speziell für Gamer dürfte das Gerät ganz interessant sein. Hier zeigt ja auch das Android-Tablet, was es kann und spricht halt mit dem Design vor allem hier diesen Gaming-Bereich an, der ja auch relativ stark ist. Und ich denke mir halt, da ist vielleicht auch die Wahl des Displays gar nicht so schlecht, dass es jetzt 6 Zoll hat und jetzt nicht irgendwie nur 5 Zoll. Denn auf einem größeren Display macht es einfach auch mehr Spaß zu spielen, vor allem mit Touchscreen und so weiter. Ja, das war die kleine Sneak Preview. Ich sage danke fürs Zusehen. Vergesst natürlich nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren und gebt uns einen Daumen hoch.